Wir sind Schweine. Irgendwas Scharfiges. Steinbock. Ne, das sind Ziegen. Mufflon. Steinbock. Was seid ihr? Ihr sollt bitte Ziegen sein, voraussichtlich. Ich war noch nie so weit weg auf der Karte. Wir sind am Kartenrand. Nein. Schweine, nein. Tatsächlich nein. Wir sind am Kartenrand gewesen gerade. Ich würde gerne mal ein wenig weiter rauszoomen können. Auch so. Was ist denn das noch? Ein Wolf? Also die Map ist schon riesig, aber sehr uneben. Das ist so ein bisschen, was mir halt so gar nicht gefällt. Dass sie so uneben ist eigentlich. Ach, das sind Hyänen. Ich suche nämlich gerade wirklich Autosave. Ich denke, Mufflons sind Schafe. Alter, hier ist auch nochmal ein schöner See. Hier sind viele Tiere. Sind echt viele Tiere. Aber ich will sie halt nicht töten oder so. Ich will eher, dass wir ein paar... Jetzt sind wir hier wieder am Kartenrande. Dass wir ein paar dazu bekommen. Was seid ihr? Auerochsen. Nee. Ha. Ich sehe tatsächlich nichts, was uns was scharf sein könnte. Erwachsenes Weibchen. Bringt Milch. Ich glaube, das hier am Fluss nah dran gemacht, die Stelle, ist echt eine gute, die bessere Idee gewesen. Oder ziemlich gut, dass wir die so ziemlich nah dran haben. Ich würde tatsächlich das Arbeitsgebiet Bäume fällen hier mal wegmachen, weil ich Angst habe, dass der sagt, hey, das sind Obst, das sind Bäume. Auch wenn die auf dem Feld stehen, es sind Bäume. Aber die brauchen leider halt ein bisschen, bis sie gewachsen sind. Aber ich glaube, wenn sie dann ausgewachsen sind, dann geht das so die ganze Zeit so. Ohne dass wir hier großartig noch eingreifen müssen. Okay, jetzt ist mal wieder ziemlich viel Feuerstein erschöpft. Das hier noch gar nicht. Auch noch nicht. Auch noch nicht. Okay, also dann ist es irgendwo anders. Ich habe jetzt gedacht, die hier sind schon fertig, dass wir hier die Feuersteinminen setzen können. Ah, wir haben unseren ersten Karren mit Esel. Ist das schön. Okay, wir kriegen tatsächlich die ersten Karren ran. Nahrungstechnisch, wie gesagt, habe ich langsam ein bisschen Sorge. Bekomme ich ein bisschen Sorge. Arbeitsgebiet, tatsächlich hier noch ein bisschen Bäume fällen und so. Damit wir das Eck hier mal ein bisschen frei bekommen. Weil hier wir auch weiter ausbauen könnten. Oder ich sogar möchte. Ja gut, hier wird es vielleicht nicht. Kommen wir vielleicht da drüben noch so ein bisschen. Ah, guck mal, da ist auch noch ein Arbeitsgebiet Bäume fällen. Gerne ins Arbeitsgebiet anklicken. Das ist mir auch ein Ticken zu nah. Hier drin, das machen wir mal dahin. Da sind noch die Steine drin. Aber die müssen hier noch ein bisschen was bauen. Wir haben hier noch einiges vorzubauen. Aber wir müssen sie auch mal ein bisschen beruhigen lassen wieder. Wir lassen den in letzter Zeit sehr viel machen. Die Ziege ist krank. Die wird jetzt dann irgendwie demnächst sterben.
Jetzt müsste einer kommen und sieht, genau. Milch. Wir haben die unsere erste Milch, glaube ich. Aber die stirbt gleich. Wo geht die hin? Mäh. Tut mir leid, Ziege. Du stirbst eh gleich. Stopp. Bist du nicht mehr krank? Sie hat überlebt. Oh, es ist schön. Sie hat überlebt. Tiere haben wir doch tatsächlich einige. Also wirklich einige. Brot. Okay. Ich bleib mal weiterhin in Betrachtung auf unsere Nahrungsvorräte, weil die echt runtergegangen sind. Jetzt kriegen wir halt gerade die Hülsenfrüchte wieder drauf. Die Bäume, die wir gemacht haben, bringen uns tatsächlich noch aktuell 0,0. Und wir müssen uns einfach mal ein bisschen erholen lassen, oder halt chillen, dass wir hier tatsächlich auch mal das fertig bekommen. Weil ich gerade überlege, ich würde sehr gerne hier vielleicht noch ein Tor reinsetzen. Hier hätte ich gerne ein Tor. Weil das auch schon ziemlich weit weg ist. Dass wir nach außen halt immer noch ein bisschen gehen können. Und die nicht immer so lange Laufwege haben. Sollen sie das mal wegmachen? Und ich würde sehr gerne eigentlich hier oben mal wieder ein Lager irgendwo hinsetzen, aber wir haben einfach keinen Platz mehr. So, bauen defensiv ein Tor. Boom. Die Laufwege mal so ein bisschen, weil die müssen ja, wenn die jetzt von irgendwo hier sind, müssen sie da runterlaufen oder da rumlaufen. Laufwege etwas wieder runterzubekommen. Esel kriegen wir doch ziemlich viele. Ich würde mal gern keine Schlitten mehr herstellen. Und lieber Karren. Keine Schlitten und lieber Karren. So. Da fehlt halt immer noch. Wir haben einen rollenden Megalithen. Ah, der ist da. Der ist fast da. Yay, endlich. Guck mal, ne Muku. Mö. Schlitten ist nicht mehr nutzbar. Mö. Mö, 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 mö. Im Winter gehen sie alle in den Stall. Da können wir doch mal gucken, wie viele Tiere wir eigentlich schon haben. Nicht, dass wir tatsächlich zu viele haben. Das wäre nicht so gut. Wenn nicht unbedingt die beste Möglichkeit, zu viele Tiere zu haben. Hier könnten wir jetzt halt uns auch nach und nach weiterentwickeln. Ich möchte gerade aber noch ein bisschen auf dem Level bleiben. Haselnüsse! Ein Händler ist gekommen. Hallo Händler. Ja, hier fast fertig die Palisade. Müssen wir doch, wohl oder übel, doch noch mal ein ganz schönes Stück hier rausgehen mit der Palisade und sie uns hier holen. Baumtechnisch. Ganz schönes Stück Räuberangriff. Alarm! Alarm! Ich muss nachher nicht mal mehr eingreifen, weil die sich so gut verteilt haben da oben drauf. Ein Hund und es ist nur ein Hund gestorben. Wie das halt klingt, es ist nur ein Hund gestorben. Armer Wauzi ist gestorben, aber das war damals egal. Ah, Kohle und sowas geht auch mit auf die Lager. Also war das echt nicht schlecht, dass ich gesagt habe, wir legen das hier mit an. Vielleicht sollte ich doch hier trotzdem nochmal einen Holzhaufen. Und
Nämlich Produktion, Lager. Ein Holzhaufen. Ach, kriegen wir gar nicht mehr her. Holzhaufen. Lager. Steinhaufen. Und Lager. Ich bin wieder auf Produktion gegangen. Lager. Und Steinhaufen. Bam. Dann haben wir hier noch ein paar mit. Brote haben wir jetzt nur noch 36 beim Übergang. Wenn es wieder zurückkommt. Wir hatten mal über 100. Aber wir gleichen das eigentlich durch die Früchte so ein bisschen aus. Wir sind noch nicht kritisch, aber es wird weniger. Also wir haben noch nicht ein kritisches Level da in der Hinsicht erreicht, aber es wird auf jeden Fall weniger. Okay. Okay. Was sagt uns das, dass wir vielleicht doch, also einmal hier. Dann würde ich tatsächlich hier aber nochmal wieder ein Tor bauen gleich in die Richtung. So ein bisschen mal vielleicht so ein bisschen Gebiete snacken. Die Bäume müssten hier halt mal ein bisschen weg. Damit es frei wird, das Gebiet. Wir haben auch nicht mehr so viel Platz für Leute. Aber wir haben noch Platz für Leute. Und hier würde ich tatsächlich mal wieder so gehen dann. Wenn wir wieder ein bisschen breiter werden. Und ein bisschen Fläche ranbekommen. Mit den Felsen, sind für uns momentan so nicht anklickbar. Aber die schauen so aus, als ob man die auch abernten könnte. Sowas. Wir gehen ja später auf Stein. Was sind Wölfe? Ah, ich könnte die Wölfe fangen und zu Hunden machen? Ja gut, klingt logisch. Aber ich jag sie lieber. Weil die mir ein bisschen zu nah an die Base kommen. Down. So. Ja. Ich sehe aber eine andere Sache, die ich gerade vielleicht, die mir gerade so aufgefallen ist. Wir sollten vielleicht ein paar Mörser noch wieder mit aufstellen, so. Tschup. Hier sind schon wieder Bäume im Weg. Ein paar. Aber vielleicht scheitert es da dran, dass wir nicht so viel Brot haben. Dann machen wir mal wieder drei Mörser. Die Bäume sollen hier mal wieder weg. Die stören mich. Andere Frage, wie bauen wir unsere Base langsam mal aus? Also hier ist zu viel Baum. Noch. Hier hinten schaut es gut aus. Bauen wir doch vielleicht tatsächlich die Palisade hier mal so ein bisschen weiter. So, mal hier so ein Stück. Dann die Palisade immer so ein Stück auf den Berg rauf. Dann nein. Ach Mist. Ich hasse es, wenn du dann komplett aus dem Baummenü raus, aus dem Baummenü rausfliegst. Hier mal so ein Stück her. Damit wir vielleicht so nach und nach so ein bisschen, Fläche wieder bekommen, wo wir bauen. Also. Häuser bauen. Weil. Für ein Feldwehr oder für agrartechnisch wäre mir das jetzt zum Beispiel tatsächlich zu klein. Sogar sehr, sehr zu klein. Ich schau mal, dass mir so gut wie es geht, so also ein bisschen ausnutzen.
Die sollen die Bäume hier auch mal alle wegmachen. Okay. Ich schaue nur gerade mal auf die Uhr. Ich habe gerade nur mal auf die Uhr geschaut. Sollen die hier mal ein bisschen wegmachen? Dann kriegen wir hier so ein bisschen Fläche für Häuser. Wieder. Muss ich auch ein bisschen Lager und allem drum und dran wieder machen. Haben wir so gefühlt verschiedene Wohnviertel. Hier schaut es relativ gut aus. So. Dann mal wieder Richtung Berg. So. Lassen wir uns hier auch mal eine ordentliche Fläche holen. Ein paar Arbeitsgebiete, um die Bäume wegzukriegen. Ja, wir können eigentlich auch demnächst schon ein bisschen Richtung Stein so ein bisschen gehen. Also hier hin, Mauerarbeiten und so. Ja, gut. Kein Kaffee mehr. Richtung Mauerarbeiten. Müssen wir halt hierher gehen. Und Bronzewerkzeug hier produzieren. Ich weiß wohl nicht. Ich weiß tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Bronze ist ja Kupfer und Zinn. Das heißt, rein theoretisch könnte man Kupfer komplett wegmachen gleich wieder und direkt auf Bronze gehen. Unsere Nahrung geht übrigens wieder einen Ticken nach oben, sehe ich. Unsere Brote und so. Also Kirschbaum muss ich tatsächlich ein paar bauen noch. Und Birnbäumchen möchte ich noch ein paar bauen. Aber tatsächlich mehr aus dem Grund, dass wir... So. Schupp. So ein bisschen alles ein bisschen abgedeckt haben. Und ich denke, die sind echt geil, weil die halt einfach nur einmal Aufmerksamkeit brauchen. Was rennt denn da hinten alles rum? Ein bisschen gefühlt alles, ja? Aber unser Dorf wächst und wächst und wächst und gedeiht. Finde ich schön eigentlich. Wir haben 100 Brote. Okay, nach dem Frühling. Nach dem Frühling haben wir 100 Brote. Ah! Und im Sommer wird dann das abgeerntet und das. Das ist wie die, was im Winter angepflanzt werden. Okay. Okay. Irgendwie geil. Gucken wir mal hier hinter. Wie schaut's hier aus? Da ist noch nicht ganz fertig, da müssen sie noch ein bisschen machen. Dann können wir hier tatsächlich eher tendenziell Häuser herbauen. Oder sollten wir eher hier Häuser hinbauen? Warte mal, mach weg. 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 Hier hätte ich tatsächlich lieber gerne ein Tor. Hier nochmal ein Tor hinsetzen. Schupp, Tor. Weil hier tatsächlich sehr weit weg ein Ausgang ist erst. Hier ist es direkt an der Mine, das passt eigentlich so. So, wir gehen mal wieder mit Speed up. Aber wirklich Menschen kriegen wir gerade nicht mehr drauf. Obwohl wir einen hohen Ruhm haben und sehr hohes Allgemeinwohl. Wir haben 7 Hunde, 2 Ziegen. Ein Vieh und 8 Esel. Ich glaube, unserem Dorf geht's echt gut.
Kommt halt hier. Früchte und Beeren kommen mit drauf. Im größeren Stil. In dem Level hier haben wir jetzt eigentlich nur noch Roggen zu machen, aber wir haben halt einfach kaum Platz für das gerade wirklich und tatsächlich. Um noch großartig Felder herzumachen. Und ich möchte die halt schon safe haben, die Felder. Mit in unserem Gebiet drin. Mit verteidigt haben. Aber wir haben gar nicht so viele Schlitten eigentlich. Oder Karren. Nicht so viel. Tatsächlich kaum welche. Ich hätte gern ein paar Schafe. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich Schafe herbekomme. Da auch weit und breit kaum Tiere da sind. Das ist das, was mich ein bisschen arg triggert. Weil die könnten uns echt warme kleidungstechnisch sehr unabhängig machen. Von Tieren wieder. Weil wir halt einfach davon welche haben. Müssten wir keine töten. Um Haut zu kriegen und Hautklamotten zu bauen. Oder zu machen. Das ist so mein Problem, wo ich gerade so ein bisschen hader. Unsere Gebiete, denen geht's gut. Die schaffen auch die Felder immer noch ganz gut abzuernten. Wenn ich so ein bisschen anschaue. Hier von oben. Unsere Schlitten gehen langsam kaputt, aber das ist. Die sollen ja Wegen herstellen. Habe ich so oder so Leder. Ja, und. Okay, nahrungstechnisch haben wir uns wieder ein bisschen gesaved. Ich glaube dafür, dass die Obstbäume halt fertig sind, einfach. Und wir da noch ein Feld ein bisschen mit drin haben. Da haben wir uns relativ sicher gekriegt. Nächsten Händler, der kommt. Der gerade kommt, dem würde ich tatsächlich, weil wir sehr, sehr viel Stroh haben. Ich kaufe dir Wollouts ab. Ich kaufe dir Haut ab. Leder hast du aber auch keins. Und gib dir hierfür 70 davon. Schweine sind mir zu teuer. Dafür, dass es nur Schweine sind. Denn wir haben 180 Stroh. Wir haben viel, viel Stroh. Sehr viel Stroh. Das war einfach mal kurz nicht handeln mit Stroh. War das eigentlich. Das sind alles Ziegen. Schnappt euch die Ziegen, die restlichen töten wir. Bei den Kommen machen wir einfach mal. Komm, hier. Töten. Esel. Ach, das ist unser Esel. Was machst du da oben? Schnappen wir uns noch ein paar Ziegen, dann kriegen wir ein bisschen Milch. Die Kuh. Was ist mit der Kuh? Die chillt ihr Leben. Okay. Die chillt ihr Leben. Spirituell technisch sind wir auch erst hier wieder irgendwann weiter. In der Bronzezeit. Ja, bis zur Bronzezeit dauert es halt doch noch ein Stück. Hier sollten wir tatsächlich ein bisschen den Wall weiterbauen. Bis hier. Ich schau mal, dass wir uns da ein sehr großes Gebiet mal holen. Ein ziemlich großes Gebiet, dass wir hier unsere Obstbäume tatsächlich alle herbekommen, die ich noch möchte. Können wir auch Felder und. Danach sollte man vielleicht mal wieder ein paar Lager machen. Tatsächlich einige Lagerflächen. So, mal bis hier. Und dann wieder ein bisschen hierher gehen. So, mal bis da.
Die Bäume müssen halt alle mal weg, damit ich hier auch Fläche gewinnen kann. Feuersteinmine erschöpft. Hier ist immer noch voll. Da ist immer noch nicht alles abgeerntet worden. Würde ich tatsächlich, wenn wir die Obstbäume fertig haben, würde ich tatsächlich da mal grundsätzlich wieder verschiedene Lagerflächen bauen. Verschiedene Lager bauen. Aber unser Dorf ist eher so ein Schlauch. Das stört mich halt auch ein bisschen. Schaut eher aus wie ein Schlauch. So, hier können wir auch tatsächlich hier ist es schon weiterbauen. Und ich würde dann hier erstmal einen Cut machen und das uns später holen. Machen wir hier ein Tor her. Bup. Dann wäre das halt so ein bisschen unser Wohnbereich. Würde ich mal sagen. Der Baum muss weg. So, dann wäre das unser Wohnbereich, wo dann die Häuser stehen sollen. Oder ein paar Häuser. Der Baum kann noch nicht weg. Doof. Arbeitsgebiet. Stein holen. Mach mal hier. Hier. Mal bearbeiten. So. Hier. Hier könnten wir rein theoretisch auch ein bisschen Fläche dann holen. Aber nicht sehr viel Fläche. So. Dann wäre das mal das Eck, was ich gerne hätte. Kann ich hier nicht durch? Ne, kann ich nicht. Muss so versetzt machen. Schade. Weg. Und dann baue ich hier ein Tor rein, oder? Bauen. Defensiv. Tor. Bam. So. Dann haben wir hier mal ein ganzes Eck nur für Häuser und allem drum und dran und vielleicht auch für ein bisschen Lagerbereich und Lagerfläche uns schon mal geholt. Und hier hinten dann für ganz viele Felder. Ja. Und tatsächlich sagen, danach gehen wir hier rüber. Erstmal. Wir haben hier, also hier in dem Eck ist noch sehr viel Fläche frei. Was gut ist. Wir sollten tatsächlich hier, wenn wir wieder irgend... Vielleicht hier mal wieder ein Tor bauen. Damit wir hier auch rauskommen. Und hier defensiv machen wir mal hier so wieder rüber. Dann wenn der Baum hier weg ist. Der ist eh schon markiert zum Abreißen. Ah, warte mal. Vielleicht noch nicht. Mach das mal weg. Wieder. Aber wir müssen eh ein bisschen rüber. Okay. Ein bisschen müssten wir eh wieder rüber. Vielleicht ein bisschen weiter. So. Noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Kriegen wir aber. Händler ist angekommen. Hi, ich würde gern mal, weil wir haben sehr viel Stroh. Was verkaufst du? Du verkaufst mir Schafe. Du kaufst aber auch sehr viel Stroh. Ich nehme 2 Schafe. Ich gebe dir Stroh und Steine. Danke.